Registrierung, Erstellen eines neuen Kontos. Die Erstellung Ihrer Skoda ID auf dem Portal skoda-connect.de ist Schritt Nummer 1 des Registrierungsprozesses. Den Link zum Skoda Connect Portal finden Sie auf skoda.de oder unter www.skoda-connect.de. Wenn Sie diesen Schritt abschließen, können Sie die Funktionen der Skoda Connect Services voll nutzen. Ihre Skoda ID verwenden Sie für alle Skoda-Anwendungen und Dienste. Wenn Sie also Ihre Skoda ID bereits angelegt haben, können Sie sich einfach einloggen. Falls Sie Ihre Skoda ID noch nicht haben, zeigen wir Ihnen nun, wie Sie vorgehen müssen. Für die Registrierung benötigen Sie lediglich Ihren E-Mail-Account. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden, Registrieren und wählen Sie dann Konto erstellen. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie ein Passwort. Die Benachrichtigung Posteingang überprüfen wird nach der Annahme der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung angezeigt. Öffnen Sie die Bestätigungs-E-Mail und klicken Sie auf die Schaltfläche E-Mail-Adresse bestätigen. Die Registrierungsseite von Skoda ID wird wieder geöffnet und bittet Sie, den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu ermöglichen. Sie können nun die Erstellung Ihres Skoda Connect Benutzerkontos fortsetzen. Wählen Sie zunächst Ihr Land und Ihre Sprache aus. Geben Sie dann Ihre persönlichen Daten ein, Vorname, Nachname und so weiter. Dann erstellen Sie S-PIN. S-PIN ist ein vierstelliger Code, der bei der Nutzung ausgewählter Dienste erforderlich ist. Bitte lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung. Um die Dienste im Fahrzeug zu aktivieren, müssen Sie diese mit Ihrem neu erstellten Konto verknüpfen. Halten Sie hierfür Ihre Fahrgestellnummer zur Eingabe bereit. Sie können Ihre Skoda-ID auch in der Skoda Connect-App erstellen. Hier ist der Registrierungsprozess derselbe wie im Portal. Aktivierung, Generierung der PIN. Das Connect-Portal zeigt einen Bildschirm zur Eingabe der Fahrzeugidentifikationsnummer an, die auch als Fahrgestellnummer bekannt ist. Wenn Sie nicht sicher sind, wo sich die Fahrgestellnummer Ihres Fahrzeugs befindet, finden Sie eine Anleitung unter diesem Link. Geben Sie die Fahrgestellnummer ein und klicken Sie auf Weiter. Das Connect-Portal zeigt eine Liste der Dienste an, die Sie mit Ihrem neuen Fahrzeug bestellt haben. Diese Dienste werden durch die Fahrzeugkonfiguration und die Art des Infotainment-Systems bestimmt. Das Connect-Portal generiert einen Kopplungscode, den Sie in das Infotainment-System Ihres Fahrzeugs eingeben müssen. Dieser Code ist 14 Tage lang gültig. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie den Code eingeben sollen, lassen Sie sich die Schritt-für-Schritt-Anleitung anzeigen. Sie können Ihr Fahrzeug auch in der Skoda Connect-App registrieren. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie im Portal. Fahrzeugdatenkonnektivität. Bevor Sie das Fahrzeug mit Ihrem Konto verbinden, ist es notwendig, das Fahrzeug mit dem Internet zu verbinden. Je nach Fahrzeugmodell und Generation kann die Datenverbindung für Infotainment Online erforderlich sein. Modelle mit der neuen Generation von Diensten benötigen diese Verbindung nicht. Das Fahrzeug verbindet sich automatisch mit dem Internet. Es stehen vier Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Wi-Fi Hotspot, der von Ihrem Handy erstellt wurde. LTE-Modul, USB Car Stick und Bluetooth RSAP. Die Auswahl hängt vom Typ Ihres Navigationssystems ab. Mit dem Amundsen-System können Sie einen Wi-Fi-Hotspot oder den USB-Car-Stick nutzen. Mit dem Columbus ist es entweder ein Wi-Fi-Hotspot, das LTE-Modul oder Bluetooth RSAP. Um die Verbindung über das LTE-Modul oder den USB-Car-Stick herzustellen, gehen Sie wie folgt vor. Stecken Sie eine datenfähige SIM-Karte in den SIM-Slot im LTE-Modul. Der Schlitz befindet sich im unteren der beiden Handschuhfächer vor dem Beifahrersitz. Carstick. Stecken Sie den Carstick in einen der USB-Anschlüsse des Fahrzeugs, zum Beispiel in der Mittelkonsole. Im Infotainment-Display werden folgende Dialogfenster eingeblendet, die Ihnen schrittweise Folgendes ermöglichen. Wählen Sie aus dem Verbindungsmodus entweder nur Daten oder Daten plus Telefonate.
Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen Roaming, Ein-Aus und Datenverbindungsmodus. Diese Aktion aktiviert das Signalsymbol in der oberen Leiste. Das Fahrzeug ist verbunden. Um eine Verbindung über einen Wi-Fi-Hotspot, WLAN, herzustellen, gehen Sie wie folgt vor. Aktivieren Sie die Hotspot-Funktion in Ihrem datenfähigen Mobiltelefon oder nutzen Sie ein anderes bestehendes Netzwerk. Wählen Sie Einstellungen und WLAN auf dem Infotainment-Display. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel ein. Das Fahrzeug wird verbunden. Fahrzeugverbindung. Aktivierung der Fahrzeugverbindung. Nach erfolgreicher Registrierung im Skoda Connect Portal müssen Sie diesen Service in Ihrem Fahrzeug aktivieren. Überprüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug online ist. Drücken Sie im Navigationssystem auf Menü. Wählen Sie Einstellungen, Skoda Connect, Online-Dienste und Registrierung. Geben Sie den bei der Portalaktivierung generierten Kopplungscode ein und drücken Sie OK. Das Infotainment-System bestätigt, dass die Skoda Connect-Dienste im Fahrzeug aktiviert wurden und dass das Fahrzeug mit dem jeweiligen Konto gekoppelt ist.